Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der Canterbury Infinity. Und so wie bei den letzten ein, zwei Folgen, es schneit. So, wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Okay, sehe ich schon. Also beim letzten Mal sind wir stehen geblieben, da haben wir das eine Feld das zweite Mal gedüngt oder dritte Mal sogar. Mal schnell schauen. Ja, da, Feld Nummer 2. Haben wir das dritte Mal gedüngt, das passt. Erntereif ist aber nix. Dann die Tiere, alle 100%. Das passt da. Da bei die Kühe könnte nachher anfangen wieder auffallen ein bisschen, aber ich glaube, ich schaue mal zuerst die Firmen jetzt durch. Dieter Blons. Okay, die tun wir mal freirahmen. Das tun wir mal freirahmen. So, der steht ja wohl da, oder? Ja, genau. Kurs, wenn wir keinen haben dafür, oder? Hofbretterfabrik. Wir haben tatsächlich einen Kurs. Passt. Dann springe ich da während der Fahrt einmal schnell raus und gehe da weiter schauen. Die Energy Drink. Braucht Diesel. Ist leer. Ich weiß, dass wir nicht voll unten drin haben, aber ein bisschen haben wir in der Dieselfabrik. Schau. Nehmen.
Ah, scheiße. Das jetzt. Na komm. So, und der legen wir da ab. Passt. So, dann zu dem. Somme. Und du kommst zur Energy Drink, haben wir gesagt, oder? Die ehemalige Bierfabrik. Ja, zurzeit ist wichtig, dass alle Firmen laufen. Genauso wie alle Plantagen und alles. Diesel war dort hinten.
Passt. Okay, Diesel hat die Arbeiter. Dann schauen wir zur nächsten Fabrik. Die Soja. They loved. Ich muss nur ein Schweinefutter irgendwann jetzt rausholen. Liquid Mineral. Ah, das ist Dünger, das muss ich noch rausholen. Und zwar, da werden wir kurz zur Firma hinschauen. Weil was die Uhrzeit nehmen, ich glaube bis 17 Uhr war es. Bis 12 Uhr können wir was vorbeibringen. Ja, und das bis 19 Uhr, das stimmt auch nicht. Ich glaube, bis 18 Uhr war offen, dass ich die Sachen holen habe können. Okay, da habe ich noch Zeit. Mit dem Holen. Echt jetzt? Wenn ich stehe, ist nichts und wenn ich mich hinhockeln tue, dann fängst du da zu suchen. Da? Na, passt. Das wird mir sonst die ganze Zeit im Ohr wascheln, das mag ich nicht. Dann die Ballettenfabrik. Der hat fast keine Woodchips mehr. Dann gehen wir eine machen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dann gehen wir wieder eine machen. Das heißt, wir brauchen großen Hänger haben wir dort. Nehmen wir den, der ist am nächsten. Also hoppala. Das Fassel bringen wir mal zum Hof. Ciao. Wie ist du? Server. Falls ihr euch fragt, ob ich gesoffen bin, nein, ich bin nicht gesoffen. Ich bin gerade nur Schlangenlinien gefahren, weil ich neben her gerade die Lautstärke von meiner Kopfhörer eingestellt habe. Weil es ein bisschen gerade zu laut war. Passt. Und ich glaube, ein Häcksler, was wir haben, haben wir dort eh noch hinten stehen. Hinten, wo die Paletten sind, glaube ich. Es ist halt traurig, ich weiß, ich habe beim letzten Mal hier bei die 4.000-5.000 Liter reingehauen an Woodchips und
Meister ist wieder fort. Na, du musst da Dommel fahren, oder was? Echt jetzt? So, den stellen wir mal da her. Dann stellen wir dort dahinter Zoe. Und tun wir ausklappen. War ausfahren mit 10. Stützfüße ausklappen mit 5. Okay, ohne Traktor läuft er nicht. Wenn das so ist, dann machen wir zuerst das ein bisschen anders. Dass wir den ganzen Baum, was wir dort haben, da drüben runterziehen einmal. So, da muss da jetzt ein bisschen zurückzoomen. Zoom, zoom, zoom. So. Und dann fahren wir da hinten durch. Ja, ist ja klar. Legen da. Nee. Und sollte da jetzt irgendwer kommen, ein Auto oder so, dann hat das Pech gehabt. Da ist noch ein Klons.
Das hat jetzt sein müssen, gell? Hol ja nicht weg. Jetzt. Okay, da drüber fahren. Sehr. Ja, ist ja klar, dass du jetzt anfängst rumzicken, weil ich fast schon eingelegt habe. So. Und so 90% der Wäsche ist gerade nicht, oder? Bin schon zu weit weg. Das ist ein Wahnsinn. Okay, hier zu ordnen. Na. So, wie war das jetzt? Kontrollgruppe 15 wechseln. Arm stützen. Häcksler anschalten. Versteht es gerade eigentlich nicht. Stützfüße einklappen. Dann mache ich auf und zu. Also mit dem Board das, genau. Und wenn ich da jetzt einschalte.
Halt den abkoppeln. Dann läuft er nicht weiter. Okay, dann müssen wir es halt so wie früher machen. Es kommt da drüben irgendwie nichts raus, okay? Hä? Warum hopft der immer um? Kontrollgruppe die Stützen. Das Rohr. Ich verstehe es gerade nicht. So, und jetzt hier abladen. Wow. Das ist alles daneben, oder? Oder das alles jetzt da unten beim Bauen hingeschossen? Ja, sicher. E-Draht durch. So, krieg ich den an. Ums Arschlöchle. So.
Jetzt. Irgendwas passt da wieder nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Was der da für ein Problem hat. Der Molite. Wir haben ja alles schon mal gemacht. Das Rohr richtet sie eh selber aus. Ich muss da nur schnell schauen nochmal. Rohr an. Warum hopft der um? Wenn ich Rohr haben will, dann soll Rohr bleiben. Okay, passt so. Probieren wir es dann auch einmal. Ich glaube, das Lenkrad hat echt schon was. Der eine Schalter, der will nicht mehr. So, liebe Leute, was? Das ist momentan gerade irgendwie nicht sehr spannend und aufregend. Vor allem, weil es mir gerade halbwegs eine scheißt. Na, ich will nicht, dass du da hochgehst.
Das gibt's ja nicht. Hä? Irgendwie wollen wir das gerade heikeln, oder? Kann das sein? Oder sicher eine, das bisschen noch. Jetzt ist weg. Gut. Eiklon hat er jetzt nichts. Oder kann unser... Na, der Hänger muss das kennen. Ja, ich glaube, das hat mit den Tastatur zu tun. Bei meinem Lenkrad. Na, hör auf. Hör auf! Schau! Ich versteh's nicht, warum er daneben schießt. Muss ich die Schaufel nachher noch holen. Warum richtet er sie jetzt nicht mehr automatisch aus? Auf. Na, ich werde es für heute beenden. Irgendwas hat es da. But er schießt alles daneben. Als wäre der Hänger gar nicht da.
Ich brauch's halt echt nicht mehr. Ich versteh alles zusammen nicht mehr. Schau. Echt jetzt? Kann mir das auch erklären? Bin ich mit dem Hänge irgendwo der Patrick gestanden oder was? Und dann hat mich nicht freigeschoben. Das kannst du auch haben, dass aber da wissen irgendwie der Patrick gestanden ist. Na komm. Das machen wir jetzt noch. So. Dann stellen wir die mal da her jetzt oder da auf und zu. Und den Hänger holen wir noch auch. Da können wir noch die Bäume da holen. Aber trotzdem, für heute war es das. Es war nicht aufregend, es war chaotisch, es war verwirrend. Es war einfach nur deppert. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.